Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Online-Gottesdienst zum Sonntag Reminiscere. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese Gottes Wort aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth im 13. Kapitel, das sogenannte Hohelied der Liebe. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht. Sie stellt sich nicht ungebärdig. Sie suchet nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber der Wahrheit. Sie verträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Da ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und war klug wie ein Kind und hatte kindliche Ansichten. Da ich aber ein Mann ward, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Wort. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes
und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Ich denke, wir alle wissen, dass es einen großen Unterschied macht, ob wir etwas mit Liebe tun oder eben einfach nur so. Wer etwa mit Liebe kocht, scheut keine Mühe, das Essen gut vorzubereiten, die Mahlzeit zu verfeinern mit allerlei Gewürzen, sodass sie schließlich zu einem besonderen Genuss wird. Auch der Tisch wird natürlich so gedeckt, dass er die Geschmacksnerven anregt. Wer ohne Liebe kocht, macht vielleicht nur eine Fertigsuppe warm und die schmeckt dann natürlich auch nicht so gut. Oder ein anderes Beispiel. Wer seine Tiere liebt, wird sich um ihr Wohlergehen anders kümmern als einer, der in ihnen vielleicht nur Nutztiere sieht, die möglichst bald fett werden sollen, damit sie geschlachtet werden können. Mir erzählte vor Jahrzehnten ein Bauer, dass er seine Kühe alle mit Namen kannte und dass er vor jeder Fütterung den Trog sorgfältig sauber gemacht hat und ihnen dann ihr Futter gereicht hat. Und wenn dann das frische Heu kam, mit welchem Wohlbehagen sie gefressen haben. Und dann war er Angestellter auf der LPG. Da waren die Tröge dreckig, niemand machte sie mehr sauber und das Silagefutter roch entsetzlich. Er sagt immer, so eine Kuh auf der LPG, die hat ein hartes Los. Wie wichtig die Liebe für unser Leben ist, das merken wir freilich, ganz besonders, wenn es um uns selber geht. Wenn wir vielleicht im Krankenhaus liegen oder in einem Pflegeheim leben. Wir merken genau, wer uns mit Liebe begegnet und für wen wir vielleicht nur eine Nummer sind. Vielleicht müssen wir uns aber auch in solchen Situationen selber an die Nase fassen und überlegen, wie begegnen wir Pflegekräften? Geben wir ihnen die Wertschätzung, die sie brauchen? Geben wir ihnen einfach ein gutes, freundliches Wort? Bedanken wir uns für ihre Mühe? Dann kommt auch ein anderes Echo auf uns zurück. Oder denken wir an unsere Familien. Wie waren wir zu unserem Ehepartner? Wie sind wir zu unseren Kindern? Sind wir ihnen vielleicht auch manches an Liebe schuldig geblieben? Und wir können auch weiterdenken an unsere Nachbarschaft, an unsere Freundschaft oder an das Berufsleben. Wie gehen wir mit unseren Kollegen um? Der Apostel Paulus erinnert uns daran, wie wichtig für jeden Einzelnen von uns die Liebe ist. Liebe ist wie die Luft zum Atmen. Kein Kind kann ohne Liebe gedeihen und heranwachsen. Ja, durch die Liebe entwickelt sich unsere Menschlichkeit. Eine Dichterin hat einmal gesagt, die Liebe ist das Einzige, was sich vermehrt, indem wir es verschwenden. Auch in unserer Jahreslosung wird ja dieses Thema angesprochen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, sagt Paulus an anderer Stelle. Ja, Paulus selber hat auch sein Leben verschwendet, damit viele Menschen von der Liebe Gottes erfahren. Unentwegt war er unterwegs, zu Fuß, hat viele Anfeindungen erleben müssen, aber die Botschaft von Jesus Christus hat ihn angetrieben, die Liebe Gottes unter die Menschen zu bringen. Diese Liebe Gottes trägt den einen herrlichen Namen, Jesus Christus. Jesus Christus, der für uns als Mensch geboren wurde, hat uns diese Liebe Gottes vorgelebt. Ja, er ist die Liebe Gottes in Person.
Für all unsere Lieblosigkeiten ist er ans Kreuz gegangen. Daran denken wir in dieser Passionszeit. Jesus hat uns, so wie wir sind, den Himmel aufgeschlossen, damit auch wir von seiner Liebe lernen. Amen. Und nun empfangt den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.